Also, Sebastian, zum Thema Freifunk, bitte gebt ihm einen herzlichen Applaus. Okay, wunderbar. Herr Peter hat mich schon sehr schön eingeführt, da brauche ich gar nichts weiter dazu zu sagen. Zum heutigen Abend möchte ich euch so eine kleine Übersicht geben, womit wir anfangen. Ich möchte euch einmal für die, die Freifunk noch nicht so geläufig ist, kurz Freifunk vorstellen. Ich möchte euch die lokale Communities in Mainz, Wiesbaden und der Umgebung vorstellen. Und dann gehen wir über ins Technische. Da gibt es ein paar Kernsachen, die wichtig sind, ein paar Sachen, die wir designt haben und Verschiedenes. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Dann möchte ich gerne weitergehen zu der Installation, die wir hier haben bis jetzt und auch die wir planen noch zu machen. Das kann man dann auch exemplarisch nehmen, wenn man vorhat, ein größeres Netz umzustellen oder da so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Also da gibt es auch noch ein paar Anknüpfungspunkte. Und zum Abschluss möchte ich euch sagen, wie man bei Freifunk mitmachen kann, wie man interagieren kann und euch so ein bisschen motivieren. Ja? Also fangen wir mal ganz klein an. Was ist Freifunk? Gibt da einen Haufen Definitionen. Keine ist wirklich gut, weil Freifunk ist für jeden was anderes. Ja, also der eine sieht das als Community, der andere sieht das als die technische Plattform, der andere hat das, sagt, der hat das mit WLAN zu tun, der andere mit freien Netzen. Aber so allgemein kann man sagen, dass Freifunk aus ungefähr 300 lokalen Communities besteht und so der Mindset dabei so ein bisschen ist, dass man ein Netz aufbaut, es betreibt, es weiterentwickelt und dabei im nicht kommerziellen Rahmen bleibt, was für uns eigentlich relativ wichtig ist. Wir verwenden eigentlich normalerweise immer Mesh-Netzwerke. Für WLAN ist es sehr wichtig für uns. Für andere Netzwerke kann man auch mal davon abweichen, aber da kommen wir im technischen Teil auch noch auf ein paar mehr Details zu. Eine wichtige Werte sind auch, dass unser Netz dezentral bleibt, dass wir eine Anonymität gewähren können, dass wir keine Überwachung natürlich durchführen. Und es gibt da so ein spezielles Agreement, auf das sich eigentlich alle Freifunker geeinigt haben, das sogenannte Pico-Peering Agreement. Das werde ich euch später auch noch im Detail noch vorstellen. Und auch ein netter Nebeneffekt, wir versuchen möglichst viele Router immer umzuprogrammieren, dass auf denen freie Software läuft. Und es gibt sogar eine eigene Distribution, die von Freifunk entwickelt wurde, das ist Gluon. So, warum ist Freifunk wichtig für uns oder warum ist es interessant? Ja? Die Maxime ist ein einfacher Zugang. Das heißt, ihr kennt es vielleicht, wenn man irgendwo in einem Geschäft ist und da steht groß, hier freies WLAN, dann loggt man sich ein und dann kann man aber nicht sofort los surfen, sondern muss erst eine Portalseite klicken oder sich womöglich anmelden oder man darf nur auf das von dem Unternehmen freigegebene Internet oder, also da gibt es viele Möglichkeiten. Alles das ist Freifunk nicht. Wir wollen, dass die Benutzer anonym bleiben können, weil das Recht der anonymen Kommunikation eigentlich ein sehr wichtiges für unsere Demokratie ist. Es ist auch wichtig, dass man möglichst keine Eingriffe in den Datenverkehr unternimmt. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil manchmal gibt es so technische Gründe, in den Datenverkehr einzugreifen. Aber da können wir im Rahmen des Pico-Peering Agreements noch ein bisschen drüber reden. Und was natürlich auch ein Effekt ist, dass man Ressourcen besser ausnutzt. Ne? Also eigentlich jeder, der einen Internetanschluss zu Hause hat, auch eine Flatrate. Und wenn man die nur nutzt, wenn man zu Hause ist, wenn man die alleine nutzt, wenn man die vielleicht gar nicht ganz braucht, ist natürlich auch ein netter Nebeneffekt, dass man sowas teilen kann. Man sagt das so neumodisch Sharing Economy. Wir sind vielleicht der Sharing-Teil, aber ohne Economy. Also um Geld verdienen geht es dabei überhaupt nicht. Und was für viele Leute relevant ist, die sagen sich, ja, ich könnte ja mein Internet teilen, aber wer weiß, was dann passiert. Dann kommt jemand und verklagt mich oder will irgendwas von mir. Und das ist auch so ein wichtiger Grundtenor von Freifunk, dass wir das ermöglichen. Und natürlich auch immer, wenn man sich mit Netzwerken, mit WLAN, mit sonstigen Sachen beschäftigt, kommen da auch Lerneffekte bei rum. Also, dass man für sich was lernt, fürs Berufliche, für persönliche Effekte, da gibt es jede Menge. Ich sagte gerade, dass das Rechtliche relevant ist für viele Leute. Und dafür möchte ich euch mal so einen kleinen Kompass an die Hand geben. Also wir haben in Deutschland leider dieses unglückliche Konstrukt der Störerhaftung. Das gibt es, soweit ich weiß, in Europa nirgendwo. Es gibt es noch ein paar anderen Länder, gibt es das noch. Aber das ist eigentlich schon merkwürdig. Und das bedeutet, dass ein Betreiber eines Netzes, in dem Fall ein WLAN-Netz oder ein anderes Netz, kann zivilrechtlich haftbar gemacht werden. Zivilrechtlich bedeutet natürlich, wenn ein Verbrechen über das WLAN begangen wird,
das ist eine ganz andere Sache. Da ist man in einer anderen Dimension. Aber zivilrechtlich heißt zum Beispiel, dass es um Abmahnung für Urheberrechtsverletzungen geht, was so der klassische Fall für uns in Deutschland ist und wo ja sich auch so eine kleine Industrie gebildet hat. Und das ist halt relevant. Ja, und es ist schon ziemlich lange, seit 1999 steht eigentlich fest, da gab es ein großes Urteil, das sogenannte CompuServe-Urteil, dass Provider für Inhalte, die sie durchleiten, nicht in Haftung genommen werden können. Ja, nun ging aber dann die Diskussion los, wer ist denn ein Provider? Bin ich als Privatperson ein Provider? Bin ich, wenn ich einen Verein gegründet habe, ein Provider? Bin ich ein Provider, wenn ich bei der Bundesnetzagentur eingetragen bin? Das ist nie wirklich geklärt worden, weder vor Gerichten noch vom Gesetzgeber in irgendeiner Form. Und da gab es auch noch verschiedene Reformen von diesen Telemediengesetzen, um das so ein bisschen zu entschärfen. Es gab da so die Begrenzung der Abmahngebühren für Urheberrechtsverletzungen auf 120 Euro. Sternchen, nur im nicht gewerblichen Umfeld. Und was wird dann daraus gemacht? Sie haben das 100-fach zum Download bereitgestellt, ist gewerblich. Punkt. Ja, also so sind solche Sachen immer wieder geschickt umgegangen worden. Dann gab es auch noch eine zweite Änderung im Telemediengesetz in 2016, die ähnlich unscharf formuliert war, weil immer wieder den verschiedenen Vertretern der Content-Schaffenden sozusagen Rechnung getragen werden sollte. Und da kommen wir jetzt zum aktuellsten Teil, der sogenannte Abschaffung der Störerhaftung für WLAN-Betreiber. Das ist auch groß als solches gefeiert worden. Und jetzt können alle zufrieden sein, alles wird wunderbar, jeder kann sein WLAN betreiben. Ja, aber, es ist wieder ein Aber dabei. Jetzt geht es nicht mehr um Abmahnungen, weil die sind in der Tat für jeden als nicht rechtsmäßig bezeichnet worden, sondern jetzt geht es darum, dass ein anderes Instrument geschaffen werden sollte, nämlich die Sperrung, um diese zivilrechtlichen Grenzen doch irgendwie einzuhalten. Jetzt ist die Frage, was ist denn das mit den Sperren? Was bedeutet das? Was muss ich da sperren? Wo muss gesperrt werden? Wer muss sperren? Alle diese Sachen stehen in diesem Gesetz nicht drin und sind unklar. Und man kann, wenn man sich diese ganze Gesetzgebung so ein bisschen anguckt, das zieht sich wie so einen roten Faden durch. Alle Gesetze sind unklar formuliert, ob bewusst oder aus Unfähigkeit oder warum auch immer, das ist dann, bleibt jedem zur Interpretation, so dass sie erst ausgelegt werden müssen von Gerichten. Und das ist natürlich für jemanden, der einfach nur ein WLAN betreiben muss, ist das eine unglaublich komplexe Materie und eigentlich ja, nicht zu verantworten. Ja? Also das ist die Argumentation, warum auch jetzt, wo es offiziell die Störerhaftung abgeschafft wurde, es doch noch sinnvoll ist, ein Freifunknetz zu betreiben. Ja, und das führt halt für private Betreiber immerhin zu Rechtsunsicherheiten. Ich hatte ja vorhin schon was erzählt vom Peer-to-Peering Agreement, was regelt, wie zumindest bei den Freifunk-Initiativen, die da dem beigetreten sind oder sich das auf die Fahne geschrieben haben, das regelt, wie Daten überleitet werden. Da gibt es so 5 Kernsachen, ist noch ein bisschen länger, ich will das jetzt aber nicht explizit detailliert euch zeigen. Das Wichtige ist natürlich der freie Transit, also Daten müssen frei reisen, wenn man so will. Ja? Man soll möglichst wenig eingreifen, keine Änderungen vornehmen. Zweiter Punkt, offene Kommunikation. Das sieht jetzt sehr ähnlich aus, eigentlich so, wenn man nur das Topic liest. Aber da steckt eigentlich dahinter, dass man offen kommunizieren soll, wie man die Daten leitet. Das heißt, wenn jemand gefragt wird, hier, du hast hier Daten von A nach B geleitet, wo geht denn das bei dir lang oder wie sieht denn dein Netzwerk aus? Dann sollte man eigentlich dem das mitteilen können und sagen, ja, wir haben hier sowas gebaut und das ist halt auch so ein Effekt dann des Lernens, der da mit reinspielt. Ja. Was auch sehr wichtig ist, wo wir auch in der Vergangenheit manchmal auf Grenzen gestoßen sind, es gibt keine Garantien. Also ich kann ein Netzwerk betreiben und ich sage, ich betreibe das, weil ich das gerade möchte. Ich betreibe das nicht, weil das jemand braucht. Ich sichere niemanden zu, dass er das jederzeit benutzen kann, sondern ich betreibe es einfach, weil ich es möchte. Ja? Das ist auch ein ganz scharfes Kriterium, wo man sich unterscheidet von kommerziellen Anbietern. Und man kann dann noch Erweiterungen, so ein paar zusätzliche Nutzungsbestimmungen erheben. Das wäre aber dann nur sinnvoll, wenn sie nicht gegen Punkt 1 und 2 und 3 verstoßen. Und noch so ein paar Zusätze. Das ist das Peer-to-Peering Agreement, was eigentlich eine sehr wichtige Basis ist. Gut, dann möchte ich euch ein bisschen die Community vorstellen. Was ist Freifunk MWU? MWU ist einfach ein griffiger Begriff für uns geworden für Mainz, Wiesbaden und Umgebung. Ja? Das liegt auch so ein bisschen in der historischen Entwicklung dieser Community begründet. Die hat sich so ab 2010 in Mainz geformt.
ist dann ab 2013 auch nach Wiesbaden übergeschwappt und hat sich immer so weiter ausgebildet. Deswegen haben wir auch recht starke Bindungen zueinander allesamt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen unfair zu sagen, dass sich das erst 2013 in Wiesbaden gegründet hat, weil es schon immer Wiesbadener Freifunker gibt. Aber das ist halt, wie Communities wachsen. Die sind halt nicht, ich wohne auf der einen Seite vom Rhein und ich wohne auf der anderen Seite vom Rhein, sondern, ey, eure Firmware ist cool, kann ich die auf den Router flashen? Ja, okay. Ich zeige euch da noch ein lustiges Beispiel dazu. Wir haben nämlich auch Netze, die relativ weit weg sind, wo wir auch erstmal dumm geguckt haben. Die Mainzer Community, ich sagte ja schon, die war zuerst da. Wir haben uns eigentlich so ein bisschen aus den Amateurfunkern in diesem Fall und zumindest an die angehängt. Weil die haben das Wissen über viele Funksachen, über Antennen, über sonstiges. Die haben uns auch ein Zuhause geboten, damals in dem Holzturm da. Im obersten Stockwerk haben wir uns immer getroffen, hier. Da sitzen die drin. Und das ist natürlich super. Da muss man zweimal hochlaufen. Aber man kann da so Antennen aufstellen, da stehen schon genug Antennen, da sind Leute, die verstehen die Materie und so. Und das war eigentlich total super immer. Also ist es immer noch, wir treffen uns immer noch manchmal da. Aber wir sind natürlich jetzt expandiert und haben auch noch andere Orte, wo man uns treffen kann. Die Mainzer Community ist auch die größte in MWU, die hat derzeit 560 Knoten. Und wir haben auch so einen Backbone-Standard, wo ich nachher auch noch was zu erzählen kann. Das ist die Unimedizin Mainz, der auch ganz spannend eigentlich ist. Und aus der Mainzer Community kam auch die Ausgründung des Vereins Freifunk Mainz e.V., in dem ich auch stellvertretender Vorsitzender bin im Moment. Erzähle ich auch noch was zu. Die Wiesbadener Community, oh, was ich auch noch vergessen habe, richtig. Ihr seht vielleicht dieses Logo, das sieht manchmal ein bisschen komisch aus, das sieht anders aus als das Logo von anderen Freifunk-Initiativen. Aber wir haben uns dabei was gedacht damals. Und zwar gibt es solche Antennen, die man für Richtfunk verwendet. Das sind sogenannte Bi-Quad-Antennen. Und wenn ihr mal darauf achtet, die Ähnlichkeit ist doch frappierend. Also da haben wir das so ein bisschen uns geklaut. Und das war so ein catchy Logo, ja, weil die anderen Freifunk-Logos sind meistens alle immer Abwandlungen von dem Freifunk-Net-Logo. Wie auch immer. Die Wiesbadener Community ist auch am Wachsen, ist auch die zweitgrößte mit roundabout 280 Nodes. Die wurde gegründet, ich hatte ja schon was darüber erzählt, in 2013. Sie hat auch sehr enge Verbindungen zum CCC MZ. Da gibt es Übereinstimmungen zwischen den Leuten an der einen oder anderen Stelle. Und die hat auch einen wichtigen Backbone-Stand, Hans, die Flüchtlingsunterkunft Hans, wo ich auch so viel erzählen kann, wie ich darüber weiß, weil ich selber ja aus Mainz eigentlich komme und erst vor einem Dreivierteljahr nach Wiesbaden gezogen bin. Also nimmt mich da nicht 100% beim Wort. Ich bin Flüchtling sozusagen, ja. Wirtschaftsflüchtling sogar. So, und wir haben ja noch das U und das Umgebung drin, ne? Das will ich hier nicht unterschlagen. Das sind etwas kleinere, aber auch bedeutende Communities, zum Beispiel Freifunk Rheingau-Taunus, Freifunk Bingen ist dabei. Und ist natürlich immer so ein bisschen unspezifisch bei Communities, weil Communities können halt überall sein. Oh. Jetzt muss ich hier irgendwie. Genau, wenn ihr mal guckt, also unsere weitesten Nodes sind in die Richtung. Das sind auch schon mal locker 60 bis 80 Kilometer entfernt. Wir kommen bis fast nach oben in Koblenz. In Koblenz gibt es auch eine eigene Community. Die Grenzen sind nicht so scharf. Hier oben haben wir noch was. Und jetzt aus Skalierungseffekte habe ich das nicht mitgebracht, aber es gibt bei Leipzig in der Nähe gibt es noch Knoten von uns. Da haben wir ja erstmal nicht schlecht geguckt. Aber die Erklärung ist ganz einfach. Das war ein Mitstreiter von uns, der irgendwann umgezogen ist. Der hat aber gesagt, eure Firmware und alles, die Infrastruktur gefällt mir so gut, ich nehme einfach meine Knoten mit. Und das ist auch vollkommen okay im Sinne von Freifunk. Weil jeder kann seinen eigenen Knoten aufbauen, jeder kann seine eigene Community gründen und ja, das ist nur im ersten Augenblick dann überraschend gewesen, als wir das gesehen haben damals. So, der Verein, den wir gegründet haben, der Freifunk Mainz e.V., wurde gegründet in 2013, 2014, so übergangsweise. Die Gründung ist, glaube ich, die offizielle ist im November 2013 gewesen, zur Unterstützung der Communities von Freifunk MWU. Der Verein betreibt auch selber Infrastruktur in Form von zwei Gateways. Was ein Gateway ist, werde ich euch gleich noch erklären, wenn wir zu dem technischen Teil kommen. Der Verein hat eine anerkannte Gemeinnützigkeit, was auch praktisch ist, wenn man Spenden entgegennimmt. Er kann Projekte finanzieren und solche Sachen. Wir haben im Moment 65 Mitglieder roundabout.
alle unsere Sitzungen, die der Verein durchführt, also sei es die Treffen vom Vorstand, die Mitgliederversammlung und sonstiges, sind öffentlich für Mitglieder und Nichtmitglieder. Wir haben eine transparente Kassenführung, also wenn jemand wissen will, wie viel Geld unser Verein gerade hatte, kann bei uns ins Wiki gucken. Natürlich immer mit ein bisschen Nachlauf, weil wir nicht das immer live aktualisieren können. Der Vorsitzende ist der Florian Alter, der ist auch bei den Piraten aktiv in Mainz und ich bin der stellvertretende Vorsitzende im Moment. So viel zu Community. Dann gehen wir mal über in den technischen Teil. Ich sagte ja vorhin, dass wir Mesh-Netzwerke verwenden und die Basis unserer Mesh-Netzwerke ist das Batman Advanced. Batman heißt einfach nur, ist eine schöne Abkürzung für Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networks. Das ist ein Protokoll, was im Layer 3 läuft. Das heißt, man kann das auf ein vorhandenes IP-Netzwerk aufsetzen, was selber aber wiederum ein Layer 2-Netzwerk bietet. Ist ein bisschen komisch, aber ist durchaus praktisch. Also unser ganzes Freifunknetz ist sozusagen ein großer Switch, wenn man so will. Natürlich haben wir mehrere Switches. Wiesbaden hat einen eigenen Switch, Mainz hat einen eigenen Switch und so weiter. Aber dazu komme ich noch. Das funktioniert nicht wie klassisches Routing, dass jeder weiß, wo er sich hinwenden muss, wenn er ein bestimmtes Ziel erreichen will. Also andere Mesh-Protokolle haben so eine große Tabelle, wo drin steht, ich will den erreichen, also muss ich da lang. Sondern das funktioniert über eine Broadcast-Metrik, wo ständig Paketen ausgesendet werden und wo ein einzelner kleiner Knoten immer nur einen ganz kleinen Teil des Netzwerkes kennt. Er kennt zum Beispiel eine wichtige Route, zum Beispiel von einem Gateway, die kennt er durchaus. Aber er kennt nicht jedes Client jeden Client im Netz. Das ist halt gut für die Ressourcen, weil diese Routerchen halt von der Hardware nicht so groß ausgestattet sind. Und da hat man so ein bisschen eine Erleichterung erreicht. Es kommt aus dem WLAN, ist also optimiert auch auf WLAN. Unterstützt diese Meshing-Standarten 802.11s und Ad-Hoc, wo auch der Name herkommt. Ne? Das Ad-Hoc in Mobile Ad-Hoc Networking. Und die Matrix ist auch für die heutige Zeit ein bisschen komisch, die basiert nämlich auf Paketverlusten. Also das heißt, das Netzwerk prüft nicht, wo gehen die Pakete am schnellsten von A nach B, sondern das prüft, welche Route hat denn den kleinsten Paketverlusten von allen. Hat ein paar Vorteile, hat auch ein paar Nachteile, aber im Großen und Ganzen sind wir bis jetzt gar nicht so schlecht damit gefahren. Wenn ihr euch das mal anseht, wir haben eine Karte, wo man diese Nodes einzeln drauf sehen kann. Kann man da auch schön visualisieren, wie gut dann die Qualität der Routen ist. Ne? Die grünen Striche sind die besten Routen. Sieht man auch, das sind die Knoten, die am nächsten beieinander sind und auch mit Kabel verbunden sind zum Beispiel. Und dann gibt es auch Routen, die dunkler sind, die haben nicht so eine gute Qualität oder rote und irgendwann sind sie dann auch ganz weg. Ja, so kann man sich das vorstellen. Ja, wie sieht das Kernnetz so aus? Das ist mal so ein kleines Schema, was ich zusammengezimmert habe. Sieht kompliziert aus, ist auch kompliziert. Wir fangen mal vom kleinsten Punkt an, von einem Client. Und ein Client ist in dem Fall jemand, der ein Gerät hat einfach. Ein Node ist in unserer Terminologie ein Gerät, was Meshing-Protokoll spricht und was Daten weitergeben kann. Das kann also alles Mögliche sein. In der Regel ist es einfach ein WLAN-Router mit einer alternativen Firmware drauf. Kann aber auch ein Server sein oder irgendwas anderes. Also das ist sozusagen so ein Umsetzer von der IP-Welt in die Mesh-Welt. Diese Nodes verbinden sich über verschiedene Wege. Meistens geht es durchs Internet oder auch über einen Backbone. Verbinden sich mit den sogenannten Gateways, die wiederum untereinander auch vernetzt sind, um Redundanz zu erzeugen und um Daten auch auszutauschen. Weil das Freifunk ist ja nicht nur so, dass der Traffic immer von Client ins Internet fließt, ja, wo es hier am Ende ankommt, sondern dass auch durchaus das Netz ja so gedacht ist als störungsunempfindliches Netz, wo man untereinander Dienste anbieten kann. Ich muss zugeben, das nimmt, wenn man den Traffic betrachtet, nur einen kleinen Anteil an von dem Freifunknetz, aber das gibt es durchaus. Und da gibt es auch einige Kollegen von uns, die interessante Dienste anbieten. Zum Beispiel ein Flugzeugtracker, wo man gucken kann, wo gerade Flugzeuge langfliegen. Oder es gab eine Zeit lang auch mal einen Tracker, wo man Fernsehen gucken konnte oder Voice-over-IP telefonieren konnte. Das ist natürlich immer so ein bisschen davon abhängig, wie die Leute gerade Lust haben, ihre Services zu warten sozusagen. Ne? Was übrigens auch geht, was ich hier zeigen wollte, dass die Nodes direkt untereinander sprechen.
Also wenn ich mit einem Dienst oder einem Client spreche, der sozusagen nur ein Access Point weiter bin, dann nehme ich natürlich nicht die Route über das Gateway oder durchs Internet oder sonst irgendwas, sondern nehme ich den kürzesten Weg. Wir haben den komfortablen, wir nutzen das Freifunk Rheinland Backbone sozusagen, und das ist mittlerweile sehr angenehm für uns, die Routen für uns Traffic ins Internet weiter. Das bedeutet, wenn jemand von außen aus dem Internet kommt und zugreifen will auf uns, weil irgendjemand von unseren Clients irgendwas Böses getan hat oder ihn abmahnen möchte oder so, dann muss dieser jener sozusagen erst diese ganzen Schritte überwinden. In der Praxis ist es unrealistisch, weil alle zivilrechtlichen Ansprüche bei Freifunk Rheinland, das haben wir auch zugesichert, abgewehrt werden für uns. Die leiten also Traffic durch und die sagen, wenn jemand da kommt, ja, wissen wir jetzt nicht so genau, wo das angeht, und eigentlich sind wir auch gar nicht dazu verpflichtet, dafür zu antworten. Das ist also eine sehr praktische Sache. Früher mussten wir dann mit VPN-Dienstleistern ins Ausland und anderen Konstrukten dann irgendwie uns so dem Ganzen entziehen. Okay, wie sieht so eine unterste Ebene aus? Das ist jetzt sozusagen die Ebene der Clients, der Nodes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich sagte ja, Batman ist ein Mesh-Protokoll, aber es ist nicht auf WLAN beschränkt. Das wäre natürlich der klassische Fall, dass direkte Funkverbindungen stattfinden und dass irgendwo vielleicht ein Router dann ans Internet angeschlossen ist und dann den Traffic weiterleitet. Das wäre so ein klassischer Fall. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass man normale Access Points hat und die per Kabel oder sonst irgendwie angebunden sind an einen, was wir nennen meistens Offloader. Wo diese Terminologie herkommt, werde ich gleich auch noch erzählen. Und der leitet das dann weiter. Diese Verbindungen sind verschlüsselt mit FastD. Das ist ein extra für Freifunk geschriebener VPN-Dämon, der klein aber ist, aber auch ein paar Nachteile hat. Aber dazu später. Verschlüsselung kostet natürlich Rechenzeit. Und so ist es halt, dass kleine Router eher langsamer sind und größere eher schnell. Und ganz große, also Server oder andere Hardware, dann die Geschwindigkeitsbeschränkung davon komplett aufheben. Ja, was für Hardware oder was für Router kann man da so verwenden? Da muss man so ein bisschen unterscheiden, wenn man tatsächlich reines WLAN-Meshing machen will, also dass man einfach einen Router irgendwo aufstellt und der verbreitet das Netzwerk sozusagen, erhöht die Reichweite, verdichtet das Mesh, dann muss man einen Router wählen, der von OpenWRT unterstützt wird, der auch von unserer Router-Distribution Gluon unterstützt wird. Da gibt es so gewisse Überschneidungen, da gibt es noch ein paar Spezialitäten, die diese Router unterstützen müssen. Deswegen ist nicht jeder OpenWRT-fähige Router auch Gluon-fähig. Aber wenn man jetzt sagt, ach, ich will einfach nur irgendwas in das Freifunk reinhängen, dann kann es eigentlich fast ein beliebiges Gerät sein. Also bei uns sehr beliebt in den letzten Jahren sind gewesen diese Futro-Offloader, die dann die Verschlüsselung machen für das VPN. Die nehmen auf den LAN-Ports einfach irgendwelche Pakete entgegen, irgendwelche IP-Pakete, packen die ein und schieben die wieder raus übers Internet, Freifunk verschlüsselt. Ja. Ihr habt jetzt schon ganz viel von Tunneln gehört, von Verschlüsselung und von sonstigen. Das bringt uns natürlich zu einem Nachteil, den wir jetzt haben. Das ist so ein bisschen wie eine Matroschka, so ein bisschen, wo die Daten werden eingepackt, darin wird eingepackt. Wir nehmen das jetzt mal auseinander, wir fangen mal innen an. Ja, hier sind unsere Payload-Daten. Die werden eingekapselt in das Batman-Protokoll. Das Batman-Protokoll wird eingekapselt in einen VPN-Tunnel, FastD. Dieser Tunnel läuft dann über die normale Internetverbindung. Ist architektonisch damals ungünstig gewählt worden vielleicht, aber es war zu der Zeit, als wir das geplant haben, die beste Möglichkeit. Ja, das führt natürlich dazu, dass das Verhältnis zwischen Daten, die transferiert werden, und der Nutzdaten immer kleiner wird. Und das führt auch zu anderen Problemen. Fragmentierung, weil die Pakete nicht mehr reinpassen, aufgesplittet werden müssen. Dann wird es an den Routern langsamer. Also das führt zu einer ganzen Reihe von Problemen. Aber dafür, dass es eigentlich so ein verrücktes Konstrukt ist, ist es verdammt gut gelaufen, muss ich sagen. Gateways. Gateways haben eine spezielle Rolle. Die sind ja sozusagen der andere Endpunkt. Die nehmen verschlüsselte Pakete entgegen, packen sie aus, machen damit was, entscheiden, wo sie langgehen, sollen sie ins Internet,
Sollen sie zum anderen Gateway? Sollen sie zum anderen Client? Ja, die sind so große Router. Und ich muss gestehen, dieses Bild, was wir hier haben, ist ein bisschen veraltet. Das habe ich gestern noch geklaut. Was gleich geblieben ist, wir haben verschiedene Bridges für sozusagen, stellt euch das so vor wie die Switches, ja, also weil wir in einem Layer-2-Netzwerk sind. Das ist dann in dem Fall zum Beispiel der Switch für Wiesbaden und der Switch für Mainz. Das ist natürlich alles nur virtuell. Die kommunizieren miteinander und auch mit verschiedenen Diensten, die wir haben. Man muss natürlich eine Adressvergabe haben mit DHCP. Man muss eine Adressvergabe in IPv6 haben, weil wir sprechen IPv6 schon seit geraumer Zeit, was auch ein ganz nettes Feature ist. Man muss eine Namensauflösung haben, vielleicht noch einen Site-Server. Es sind noch so ein paar andere Sachen drin. Und da gibt es auch noch so ein paar Spezialitäten. Ich habe ja, glaube ich, gerade schon mal so eine Karte gezeigt. Die wird live generiert. Das ist unsere Freifunkkarte. Und damit diese Karte überhaupt generiert werden muss, müssen die Daten ja da sein. Und da gibt es so spezielle Daemons. In dem Fall war es noch Alfred oder heutzutage Respond.d, die diese Daten raussenden. Und die kann dann jeder aufsammeln und damit irgendwas anfangen. Was rausgesendet wird, das sind in der Regel nur minimale Sachen, aus denen man die Metrik bestimmen kann. Man kann bestimmen, ob man eine Mailadresse oder einen Kontakt raussenden will. Also so kleinere Sachen, aber die normalerweise nicht datenschutzrelevant sind. Und wenn, dann kann man das selber bestimmen, was da gesendet wird. So, wir haben natürlich auch eine Internetverbindung. Ich hatte ja gerade schon von dem Freifunk Rheinland erzählt. Hier ist noch der klassische Fall vorgegeben mit einer OpenVPN zu einem VPN-Verbinder. Das haben wir mittlerweile ersetzt durch dieses Peering mit dem Freifunk Rheinland, was uns auch viele Vorteile gebracht hat. Der Freifunk Rheinland ist übrigens auch ein eingetragener Verein, der unterstützt wird von Firmen, die solche Sachen möglich machen. Und da gehen sehr viele Daten durch. Auch noch interessant zu betrachten sind die Inter-Community-Links. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt 300 Communities ungefähr. Und die Communities, die sie möchten, die haben sich zusammengeschaltet in das Intercity-VPN, heißt es. So ein bisschen so eine Anlehnung an das alte Intercity-Netz von der Bahn damals, ne? Von Stadt zu Stadt und so. Und da werden dann Daten zwischen den Communities sozusagen getauscht. So, nochmal zum Freifunk Rheinland, wie das dann praktisch aussieht. Wir haben im Moment, glaube ich, drei oder sogar vier Standorte mittlerweile, wo die peeren. In Berlin, in Düsseldorf, in Frankfurt. Und da gibt es an jedem Standort gibt's zwei Peering Points. Ich glaube, irgendwo kam noch einer dazu. Also ich glaube, es gibt mittlerweile vier. Also es ist auch schon ein bisschen veraltet. Aber die stellen uns halt ein IPv6-Netz zur Verfügung, IPv4-Adressen. Die nehmen den ganzen Traffic für uns auf. Die sorgen dafür, dass Rechteinhaber oder sonstige Leute, die was von einem wollen, abgewehrt wurden, so gut die das können natürlich. Ne? Und die werden technisch werden die mit Gray-Tunneln verbunden. Und da kriegt man auch volles IPv6, also alles wunderbar. Das nächste wichtige Element von Freifunk MWU sind die Backbones. Da kann man auch viel Spaß haben, wenn man ein bisschen bastelt. Wir haben über den Dächern von Mainz und Wiesbaden haben wir verschiedene Richtfunkstrecken geschlagen. Hier in Mainz hat es angefangen mit der Uniklinik, wo ich gleich auch noch was zu sagen werde. Und jeder diese grüne Linie, die ein bisschen länger ist, die gehört zu dem Backbone. In Wiesbaden gibt es aber auch ein sehr schönes Backbone, das hier so dreiecksförmig aufgebaut ist, mit hier unten in der Ecke der Flüchtlingsunterkunft Hans. Das ist ein großes Hochhaus. Ja, und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, weil man Standorte suchen muss, die möglichst hoch sind, weil die Idee ist, dass man Standorte miteinander verbindet oder dass man so Event-WLANs möglich macht, in dem Sinne, dass man auf ein Stadtfest oder so geht und einfach eine Antenne in die richtige Richtung peilt und dann gibt es da Internet. Ja, so haben wir das schon häufiger gemacht. Und ich weiß, dass es in Wiesbaden und auch in Mainz so getan wird. So, hier ist mal ein Bild von der Uniklinik in Mainz. Der Standort ist mittlerweile schon ein bisschen aufgerüstet von der Hardware. Was ihr da seht, ist ein bisschen veraltet, aber das ist auf der Schulter eines Berges ein relativ hohes Gebäude, 17 Stockwerke hoch in Mainz. Ist also eigentlich optimal. Wir haben unsere längste Verbindung, die wir mal hatten, temporär, war 22 Kilometer von da aus.
Man würde auch nach Frankfurt kommen, aber das ist immer ein bisschen schwierig in Frankfurt, hohe Gebäude und da oben raufzukommen. Ja, da haben wir halt einfach Glück gehabt, dass wir da drauf durften. Und so sieht das dann auf der Karte aus, ne? So ein zentraler Knotenpunkt hier in der Mitte. Und der versorgt alle möglichen Sachen. Hier ist auch zum Beispiel dieser Holzturm, wo sich Freifunk damals gegründet hat. Der hängt da auch mit drin. Aber auch sonst Orte, die kein WLAN haben. Ja. In Wiesbaden haben wir den Standort Hans. Das ist ein Flüchtlingsheim, wo auch Flüchtlinge noch wohnen in nennenswerter Anzahl. Ihr wisst ja, zu den Hochzeiten der Flüchtlingskrise war das alles voll bis zum Ende. Mittlerweile baut sich das so ein bisschen ab, aber die Leute haben natürlich noch ihren Bedarf für Internet und die Städte sorgen in der Regel nicht dafür. So viel kann ich euch schon mal sagen. Laut? Genau, sagt man mit Mikro. Waren da nicht auch Mitarbeiter von der Stadt Wiesbaden auf Basis Ehrenamtes involviert bei der Errichtung von dem Netzwerk? Ja, bei Hans tatsächlich. Ich habe das nicht 100% mitverfolgt, weil ich da noch in Mainz aktiv war. Aber ja, die Stadt hat uns da auch ein bisschen unterstützt. Sie hat finanzielle Unterstützung gegeben und sie hat auch überhaupt erstmal den Zugang uns zum Dach uns gewährt. Ne? Weil das ist auch nicht selbstverständlich. So, ich habe euch mal so ein Beispiel mitgebracht an einer Flüchtlingsunterkunft, wo wir gerade bei Flüchtlingsunterkünften waren, an der ich damals sehr viel mitgearbeitet habe. Das ist in Mainz, in der Wormser Straße. Da wohnen auch jetzt im Moment noch 300 Bewohner ungefähr. Was man auf der Karte nicht so gut sieht, hier, wo die Freifunk-Hotspots sind, da ist ein zweistöckiges Containerdorf. Ja? Hier ist noch ein altes Haus von Heidelberg Zement. Ist es, glaube ich, ja. Und nur mal so eine Hausnummer, was die so an Datenlast, will ich mal sagen, anschleppen, durchsetzen, wie auch immer man das nennen mag. Das sind so 10 bis 12 Terabyte im Monat. Das ist auf die Anzahl der Leute gerechnet gar nicht so viel, wahrscheinlich sogar weniger als, ich denke mal, der Durchschnitt der Leute, die hier sitzt. Insofern, aber Flüchtlinge sind halt ein Paradebeispiel für Leute, die benachteiligt sind und die kein Internet haben. Weil, stellt euch das vor, ihr kommt von woanders her und eure Familie ist woanders. Das heißt, ihr habt ein erhöhtes Kommunikationsbedarf. Ihr wollt mit euren Leuten zu Hause reden, wollt E-Mails schreiben. Gleichzeitig müsst ihr recherchieren, was ihr da in Deutschland alles machen müsst, wo ihr euch bewerben könnt, sonstiges. Und was halt auch blöd ist, ne, wenn man da nur 3 Monate wohnt, dann kann man da nicht einen DSL-Anschluss eben schalten. Abgesehen davon, dass das von der Infrastruktur gar nicht geht, weil die keine Telefonanschlüsse haben in den Zimmern und so, ja. Aber das ist halt irgendwie blöd. Und was eigentlich noch viel ärgerlicher ist, dass das Internet einfach nicht vorgesehen ist. Also es gibt einen Kreis, den Rheinland-Taunus-Kreis, der hat tatsächlich das Internet vorgesehen. Also bei denen steht drin, eine Flüchtlingsunterkunft muss haben A, B, C und C ist Internet, ja. Aber die meisten Kreise haben das nicht. In Mainz gibt es das nicht und das ist auch der einzige Kreis, wo ich das jemals gesehen habe, wo drin steht, die Flüchtlinge müssen mit Internet versorgt werden. Dann ist Fernsehen ist wichtiger, weil die müssen ja deutsches Fernsehen gucken können und so, ne? Aber Internet fällt dann immer runter. Ja, und was natürlich auch ein Problem ist, die haben nicht viel Geld. Ja. Und deswegen sind die Flüchtlingsunterkünfte auch in der Zeit um 2015 rum sehr wichtig für uns gewesen, für die Publicity, für Spenden und auch um was zu lernen, ja. Dann wollen wir uns am Ende noch beschäftigen damit, wie Freifunk bei Cybert Media ausgerollt ist im Moment, beziehungsweise wie wir es ausrollen wollen. Wir haben angefangen, im September war das jetzt erst, die ersten Access Points hier aufzubauen. Wir haben an 2 Enden des Gebäudes, einmal hier und einmal da, hier ist diese Brücke nun mal so rüber, nur mal so als Orientierung, die Brücke kennt bestimmt jeder, oder? War das richtig? Ja. Nee, hier ist sie, ne? Ja, oder? Okay, whatever. Wenn ich eine Übersicht hätte, dann könnte ich sagen, aber so aus dem Ausschnitt sehe ich selber nicht. Wir haben hier von Ubiquiti Hardware aufgebaut, die auch recht freifunkfreundlich sind, von der Open-Source-Idee her. Aber wir haben natürlich hier selber schon von der Firma ein großes Netzwerk gehabt. Cybert Media hat ein eigenes WLAN-Netz, natürlich.
Aber das Schöne ist jetzt, man kann auf diese Cybermedia-Hotspots kann man einfach Freifunk aufschalten. Und das haben wir auch getan. Und dann haben wir dieses Freifunk genommen, haben es an die richtige Stelle weitergeleitet und dann in so einen Offloader reingesteckt, der es dann mit dem Internet verbunden hat. Und so haben wir eigentlich mit wenig Aufwand unglaublich viel Abdeckung erreicht. Ja? Und das kann eigentlich jeder, also das kann man mit jeglicher Hardware machen, die irgendwie mehrere SSIDs gleichzeitig ausstrahlen kann. Also das ist eigentlich eine super Sache. Was natürlich schade ist, man kann damit nicht meshen. Ne? Aber wenn man in einem Gebäude drin ist, ist das mit dem Meshen sowieso manchmal eher eingeschränkt. Ja? Also interessant wird das erst an Gebäudegrenzen oder wenn man schnell eine Infrastruktur aufbauen will oder solchen Sachen. Und man kann hier auch wunderbar sehen, so ein paar Statistiken oder ein paar interessante Sachen rauslesen aus den Statistiken, die wir erheben. Also eine der wenigen Sachen, die wir erheben, ist zum Beispiel die Anzahl der Leute, die in den Access Points eingeloggt sind. Das Bild ist jetzt von diesem hier oben, habe ich gestern rausgesucht. Und da sind 45 Leute online gewesen. Man so auch die Tage sehen, ne? Samstag ist der Peak relativ hoch. Samstag sind die Leute einkaufen. Ja? Am Sonntag ist hier im Einkaufszentrum eher wenig los. Ne? Und über die Woche verteilt sich das so ein bisschen. Ja? Das ist, kann man ganz spannende Sachen sehen. Man kann da übrigens auch andere Sachen raussehen. Man kann zum Beispiel erkennen, wann Flüchtlinge aufstehen und wann nicht. Oder wann andere Leute aufstehen. Das ist jetzt gemein, ich weiß. Aber solche Schlüsse lassen Daten zu. Ja? Weil dann geht natürlich die Datenrate hoch, wenn die Leute aufstehen. Wie bei uns auch. Auch vom Traffic ist es ganz spannend. Der Peter hat mir gerade erzählt, dass er auf Hardware-Ebene geguckt hat, wie viele Daten übertragen wurden. Und er sagte, was von ungefähr 1 Terabyte. Wir sehen jetzt hier ungefähr 450 Gigabyte. Das zeigt also schon mal, dass eine Differenz ist. Und ich glaube, ein großer Teil dieser Differenz kommt von diesem Pakete einpacken ineinander und sonstigen. Und Broadcast-Traffic, also Traffic, der einfach nur an alle gesendet wird, ist manchmal ein bisschen ineffizient. Aber das immerhin in 70 Tagen, 450 Gigabyte, ist eigentlich schon ganz gut für so einen durchschnittlichen Access-Point. Natürlich kein Vergleich zu einem Access-Point, wo jemand wohnt und den als primäre Internetquelle benutzt, so wie in den Flüchtlingsheimen. Ja. Was haben wir da noch für Möglichkeiten? Wir haben ja noch mehrere Standorte. Wir haben ja in der Kirchgasse noch den Tower. Das ist dieses lustige Ding mit dieser komischen Metallschanze vorne drin in der Kirchgasse. Ich denke, das kennt so, also wenn ihr Wiesbadener seid, kennt ihr das bestimmt. Da haben wir in einem Stockwerk haben wir auch einen Standort. Da haben wir, wie hier auch, Cisco Access Points und das Internet wird einfach hier rüber geroutet. Da muss man jetzt so ein bisschen gucken, dass man die Netze nicht durcheinander bringt, dass man das irgendwie zusammenroutet, dass wir da auch Freifunk ausstrahlen können und das dann eben so über so einen Offloader dann ins Internet bringen können. Und wir haben jetzt im Mai einen neuen Standort gerade erst eröffnet in der Adolfstraße. Da ist es ziemlich einfach, weil da setzen wir nicht mehr auf Cisco-Hardware, sondern auf Ubiquiti-Hardware, die sich sehr gut konfigurieren lässt und da kann man sich einfach dann direkt mit so einem Offloader auch ans Netz hängen. Ja. Zum Abschluss möchte ich euch auffordern, mitzumachen. Freifunk Wiesbaden und Mainz treffen sich regelmäßig. Regelmäßig heißt mindestens einmal im Monat. Es gibt verschiedene Veranstaltungen. Wir organisieren uns hauptsächlich tatsächlich immer noch über Mailinglisten, so voll oldschool. Es gibt zwar auch modernere Kanäle, Twitter oder was weiß ich. Aber viel der Freifunkkommunikation läuft tatsächlich über Mailinglisten. Immer mehr natürlich auch über Messenger. In Telegram gibt es Gruppen für Wiesbaden und Mainz. Und was auch wichtig ist, was ich ja am Anfang schon sagte, Freifunk ist immer für jeden was anderes. Ja? Also es gibt nicht das Freifunk, sondern es gibt das mein Freifunk sozusagen. Für mich ist Freifunk was anderes als für jemand anderes. Und es gibt so viele Berührungspunkte, die man haben kann. Ja? Also nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch, wenn jemand gute Connections zu irgendeiner Stadt hat oder wenn jemand kennt mit unglaublich vielen hohen Dächern oder wenn jemand ein super Designer ist und der findet, das Design, das sieht ja alles ein bisschen altbacken aus, da könnte man noch was machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Was natürlich für uns immer interessant ist, ist mehr Router aufstellen, damit die Abdeckung sich erhöht oder andere dazu bringen, mehr Router aufzustellen, so wie ich jetzt mit diesem Vortrag gerade hier.
hoffe ich jedenfalls. Wobei die meisten bestimmt schon einen haben zu Hause. Und was man natürlich auch machen kann, man kann Mitglied werden oder an den Freifunk Mainz e.V. spenden. Das können übrigens auch Unternehmen, vielleicht sollten wir mal Cyber Media auch mal auffordern dazu. Das wäre mal eine gute Idee. Ja, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Gibt es denn Fragen? Dann bitte meldet euch und wir können euch ein Mikrofon bringen. Ja, keiner will der Erste sein. Doch, da. Für IPv6 wird ja eine gewisse Minimum-MTU von 1280 Bytes, glaube ich, benötigt. Bleibt da nach Batman und so weiter noch genügend für übrig? Da haben wir tatsächlich Schwierigkeiten gehabt in der Vergangenheit. Gerade mit Anbietern wie hier in Hessen tätigen Unity Media, die IPv6 in Dual-Stack-Lite-Betrieb versenden, da gibt es manchmal Schwierigkeiten. Man kann dann noch weiter fragmentieren, ist aber hässlich und ja, also da hast du schon recht, da gibt es auf jeden Fall manchmal dann Probleme, ja. Und das ist auch manchmal nicht so ganz einfach, weil man nicht so genau weiß, auf welcher Ebene jetzt das Problem ist, ja, weil man ja so viele Sachen ineinander packt. Okay. Ich hatte mal eine Frage und zwar zur IPv6 generell, weil ich kann mich erinnern, ich war vor 1,5 Jahren mal bei einem Vorstandstreffen dabei und da wurde sehr lebhaft diskutiert über die Konnektivität der einzelnen Clients über IPv6, dass die halt direkt erreichbar sind aus dem Internet. Und da gab es geteilte Meinungen, weil halt ja, die eine Seite hat argumentiert, ja, die Clients brauchen Firewall und so und die anderen haben gesagt, ja, das ist doch geil, wenn du direkt im Internet hängst mit IPv6. Wie ist denn das im Moment? Wie wird das gelöst? Also wie es im Moment praktisch aussieht, ist tatsächlich, dass jeder Client eine eigene Adresse, eine öffentlich routbare Adresse bekommt. Also die Leute haben sich durchgesetzt. Ja, du hast es ja schon gesagt, das hat ein paar Nachteile. Aber wir haben uns gesagt, wenn wir da noch eine zusätzliche Schicht, also noch ein Nutting aufziehen oder sonst irgendwelche Firewall-Regeln, dürfen wir ja sowieso nach dem Peer-to-Peer-Agreement eigentlich gar nicht machen, ne? Wir könnten höchstens einen NAT einziehen oder sowas, aber das ist auch wieder blöd, weil wenn ich eine öffentlich erreichbare IPv6-Adresse habe, kann ich aus dem Freifunknetz Dienste anbieten. Ja, öffentliche Dienste. Ja, ich stimme dir absolut auch zu. Ich war da auf der Seite der Befürworter. Nur der Punkt war halt damals auch, der auch legitim ist, dass halt heutzutage die meisten Clients ja unter Umständen relativ unsicher sind. Ne? Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Windows-Rechner direkt ins Freifunk dranhängt, hängst du ja praktisch im Internet direkt. Ne? Und ja, das ist immer so eine Sache. Das ist ein Problem. Aber praktischerweise hat es bei uns also noch nicht so für so große Probleme gesorgt. Ich weiß nicht, vielleicht wird über unserer Ebene noch irgendwo gefiltert oder so. Das können wir natürlich nicht sagen, auch wenn wir das nicht wollen eigentlich. Aber tatsächlich kenne ich auch Windows 10 Rechner, die direkt drin hängen, persönlich. Ich meine, das Problem hat man ja eigentlich mit jedem Hotspot. Wenn man jetzt irgendwie am Bahnhof ist und seinen Rechner in das Telekom-Netz einbucht oder meinetwegen irgendwo bei einem Kunden sich in das Kundennetz einbucht, keine Ahnung, was da auf der anderen Seite ist, ob das wirklich ein Telekom-Hotspot ist oder nur jemand, der so tut. Ich weiß es halt nicht. Also eigentlich ist das Eigenverantwortung, seinen Rechner so sicher zu haben, dass er halt selbstständig überlebensfähig ist. Und ich finde es eigentlich ganz gut, das mal dann da eventuell auch auf die Probe zu stellen. Und man lernt es halt vielleicht auch erst danach dann, dass man das machen muss, wenn das Windows XP halt auf einmal anfängt, Krypto zu meinen oder so. Ich meine, da muss man vielleicht dann auch einfach einmal durch, um zu merken, dass es besser ist, sich um sein Gerät zu kümmern. Wenn man übrigens so was bemerkt, dass auf einmal ein Rechner anfängt, E-Mails zu verschicken in großen Mengen oder so. Wir waren ja beim Peer-to-Peer Agreement vorhin und es sagt ja eigentlich, man darf nicht eingreifen, aber es gibt ja bestimmte Bedingungen, wo man eingreifen muss. Und das wäre dann zum Beispiel sowas, ja. Also wir haben das bis jetzt noch nicht gehabt und vielleicht haben wir es doch gehabt, aber wir haben es nicht gemerkt, weil es nicht zu uns zurückgetragen wurde, aber eigentlich sieht es nicht so aus. Wir haben nur manchmal andere unschöne Effekte, so Schleifen und so, weil wir im Layer-2-Netzwerk sind und dann kann sich der Traffic so aufschaukeln. Das haben wir schon häufiger mal gehabt. Tja, dann danke ich euch allen ganz herzlich und ganz besonders danke ich dir und dann würde ich bitten, euch nochmal einen herzlichen Applaus für Sebastian. Applaus